Erfahrt ihr, woran ihr eine wilde Schnecke erkennt. Also die Häuser sehen ein bisschen anders aus, obwohl es dieselbe Art ist. Hier Hildegard ist wunderschön, ihr seht es. Fast keine Macken, makellos. Hier die Name noch ohne Schnecke, Macken, Verwitterungen. So sieht eine normale Schnecke aus, das ist ganz normal. Verwitterungen, Macken sind in Ordnung, no problem. Aber daran könnt ihr eine wilde erkennen und eine Nachzucht.